So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vollgas gemeinsam mit Kedos. Hallo. Hallo. Ich bin eine kleine Katze und Kedos ist ein kleines Krokodil, was gar nicht so süß aussieht. Aber er ist ein Krokodil. Ich esse dich auf, Mann. Perfekt, ich renn vor dir weg, du folgst mir und dann gewinnen wir. Wir spielen ein bisschen Duos, einfach ganz chillig. Es gibt zwar auch irgendwie diese neue Challenge, aber die nehme ich später auf. Da muss man irgendwie jede Showart irgendwie einmal gewinnen und sowas. Das klingt stressig. Fünf Stunden lang. Vielleicht gewinnen wir ja hier einmal schon oder so. So ein bisschen Progress schon dafür machen. Also, wir haben ja bisher, das müsste jetzt natürlich jemand zusammentragen in so einem Dokument und vielleicht auch noch so eine Show wie bei so einer Bundesliga-Nachbesprechung drüber machen, wie gut wir bisher performen. Das ist einfach irgendwo auf einen Zettel groß schreiben, immer gewonnen und einen Haken daneben setzen. Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Du hast ja sogar so ein kleines Einhorn hier. Du hast nicht die normale Katze genommen, sondern die mit dem Einhorn oben drauf. Ja, die normale Katze war so grau, aber die hier ist so shiny gewesen. Shiny Cat. Ich habe ja einen Shop gekauft, Leute. Ich habe gesündigt, das tut mir leid, aber der Skin war süß. Lass doch nichts einreden. Er hat gerade schon zu Beginn erzählt, dass er, glaube ich, 200 Euro hast du in die Währung reingesteckt oder so. 200 Millionen. 200 Milliarden. Boah, also damals, was es noch gekostet hat, habe ich mir aber auch diese Kudos gekauft. Also ich bin absolut schuldig. Du hast schon immer reingecashed. Oh, guck mal, hinter mir ist noch eine gruseligere Katze. Oh, stimmt, ich seh's. Die haben alle so ein bisschen so einen Anime-Stil, ne? So ein bisschen Studio Ghibli oder sowas. Ja. Oh Gott, ich bin mega in der... Ich muss irgendwann mal alle Ghibli-Filme gucken. Ja, ich hab auch bei weitem nicht alle durch. Ich hab welche als... Also die liefen ja immer so auf Super RTL, als ich Kind war und so. Da ist ja der einzige Berührungspunkt mit diesen Filmen, weil ich nie aktiv entschieden habe, die anzuschauen. Obwohl die ja eigentlich alle ziemlich cool sind. Aber ich glaube, jetzt kann ich die auch viel mehr so wertschätzen. Ja, total. Also die liefen damals so, ich glaube so RTL 2 hatte immer viel so Anime-Programm damals. Mhm. Und die haben aber auch wirklich, also gerade so auch Prinzessin Mononoke und sowas. Da den habe ich, glaube ich, sogar am ehesten noch in Erinnerung, was da passiert. Ja, da ist ganz viel schon so Umweltthematik und sowas drin. Also die lassen sich wirklich gut auch nochmal mit so einem erwachsenen Blick, den wir ja ohne Zweifel haben, weil wir sind die erwachsensten Menschen auf der Welt. Dann lassen die sich nochmal ganz anders genießen. Wir sind die absoluten Giga-Chats mittlerweile. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn ihr uns sehen könntet, also ich meine, ich habe meistens eine Facecam bei der Aufnahme an, aber das ist, da habe ich so einen Filter drauf, der mich schmaler macht. Eigentlich bin ich richtig. Er war so richtig breit, ja. Oder auch immer schwarz-weiß. So ein Filter auch, der seine Muskeln so ein bisschen reduziert. Ja, und das Kinn irgendwie so ein bisschen rundlicher macht und sowas. Das ja, aber damit du den Zuschauer nicht Angst machst mit deiner massiven Männlichkeit. Ja, das, da muss man aufpassen. So, zweiter Platz. Das Jawohl. War okay. Ja, könnte besser sein, ne? Ja, aber besser sein könnte es immer. Da braucht man ja auch so ein bisschen Raum zur Leistungssteigerung, damit wir dann hier irgendwie so, es gibt doch bestimmt noch mal irgendwie ein Fall Guys Twitch Rivals oder irgendwie sowas. Das ist immer so ein bisschen E-Sport. Wir müssen in Fall Guys E-Sport. War einmal beim Fall Guys Twitch Rivals dabei. Welcher Platz? Und dann habe ich, es war mit Nebel nicht, ich glaube, dritter, vierter, irgendwie sowas. Nicht erster. Und dann habe ich irgendwie Twitch meine Bankdaten ein Jahr lang nicht gegeben, bis sie mich so richtig zugespammt haben. Wir wollen dir Geld geben. Ja. Aber cool, war lustig. Was war das denn damals? Hast du das noch im Kopf, wie viel Preisgeld da angeboten wurde? Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Okay. Ich glaube irgendwie so 100 Euro oder sowas. Das ist aber gar nicht mal so viel für so diese Twitch-Rivals-Turniere, vielleicht, oder? Vielleicht war das auch 500, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles mehr sofort in Fall Guys gesteckt, natürlich. Alles wieder reinvestiert oder in Hundefutter. Vielleicht weiß es ja noch einer der Zuschauer. Ich meine, das war ja ein Stream. Ja. Irgendwer wird es ja gesehen haben, mitbekommen haben, was der Preis war. Grüß dich, hallo. Ich wollte auch gar nicht so von mir aus mitmachen, sondern so Nebel nicht hatte mich einfach gefragt, jo, willst du mitmachen? Mhm. Und dann war ich da auf einmal dabei. Keine Ahnung. Bin nicht so der Turniermensch. Ich spiele mal lieber aus Fun. Ich glaube, bei Fall Guys hätte ich schon Bock drauf, so irgendwie. Andere abzuziehen. Ja. Du ziehst mich ja gerade ab. Das stimmt. Guck mal hier. Oh, ich wollte mich gerade noch so mal boosten lassen. Der Schüler wird zum Meister. Nein. Ja. Oh, ich wollte noch mal umdrehen, aber ich war dann doch schon. Egal, über die Punkte sind wichtiger. Die Punkte sind wichtiger. Okay, los. Ja. Alles ist gut. Apropos. Du hast irgendwas vorhin mit Steigen gesagt. Apropos Steigen, steigende Temperaturen gerade, insane. Die Klimaanlage läuft bei mir. Nicht wundern, warum ihr ein Rauschen bei mir in der Stimme hört. Danke.
Aber dafür habt ihr auch keinen Zombie, der euch wegschmilzt während der Aufnahme. Das stimmt. Also es ist eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Die Tage ist jetzt auch die TwitchCon. Mhm. Die Leute tun mir so leid, die da jetzt hingehen und dann 40 Grad an den Tagen sollen ja sein, ne? Also in Amsterdam ist die, ne? Ja, genau. Ja, das ist also, das hat ja auch häufig die Gamescom getroffen. Warst du eigentlich jemals auf der Gamescom? Ich war tatsächlich einmal 2013 oder 2012 auf der Gamescom, wo mein YouTube-Channel noch nicht groß, also wo mich niemand kannte, niemand. Ja. Ja. Und das war mir dann, seitdem weiß ich, Menschenmassen, kein Bock. Da dürfte ich aber höchstwahrscheinlich auch gewesen sein. Und das heißt, wir waren uns schon mal sehr nahe, in Person. Es kann sein, dass ich dich da gesehen hatte. Weiß es aber nicht. Hast du nicht Hallo gesagt, oder was? Also, hallo? Also scheinbar habe ich dich nicht gesehen, wenn du dich nicht erinnerst, dass ich dich gesehen habe. Also bilde ich es mir nur ein. Ja, nee, ich glaube, ich habe... Nee, nein, nein. Ich habe keine Erinnerung dran. Ja, aber das ist wirklich bei der Gamescom, da ist ja auch August, ne? Und wenn da dann wirklich auch diese richtig heißen Temperaturen sind, da sammeln sich die Leute dann gerne mal draußen unter den Brücken, wo ein bisschen Schatten ist und sowas. Aber es ist wirklich... Es ist warm. War da bei der Gamescom nicht sowieso auch dieses Ding so, dass vor ein paar Jahren, wo die war, dass so richtig viele wegen der Hitze zusammengebrochen sind, weil sich niemand auch das Wasser kaufen wollte, weil es 8 Euro kostet oder so? So eine Flasche Wasser? Ich kann mich jetzt nicht konkret an den Fall erinnern, aber das ist ja, glaube ich, immer bei so Groß-Events wirklich ein riesiges Thema. Also das Hydrieren gerade dann, ne? Die Leute sind aufgeregt, vergessen das so ein bisschen, man ist in der Menge. Was muss man hier eigentlich machen? Eier. Wir sammeln Ostern. Eier und bringen die zur blauen Seite. Okay. Guck mal, ich bin eine blaue Katze. Jo! Jo! Und die goldenen sind doppelt so cool, ne? Ja. Fünfmal so cool. Muss man die einfach nur hinschmeißen? Ich werf sie halt so in die Richtung, damit ich mehr von der Mitte direkt mitnehmen kann. Okay, okay. So, und jetzt gehe ich auf Team Rot, weil ich sehe, dass die am wenigsten Punkte haben und du verteidigst vielleicht am besten oder so. Ja. Dass niemand vielleicht bei uns explodiert. Will ich aber auch Team Rot mobben? Ja, aber wenn ein paar von Team Rot uns mobben, haben wir halt Probleme. Ja, ich sehe es auch gerade. Die sind schon dran. Die wollen hier raustragen, aber nicht mit mir, Alter. Ich warte hier schon am Eingang. Die haben ein Goldenes rausgeholt. Die Gelben. Ja, wir haben jetzt keine Punkte mehr. Ja, ich sehe es gerade auch. Aber das ist wirklich nicht so gut. Ich gehe mal einfach ein bisschen auf Punkte machen. Ich glaube, das läuft besser bei mir. Also einfach nur mal, ich gehe nur mal Eier holen. Okay. Ja, ich bringe Punkte zu uns zurück. Auch die ich gerade bei Rot geklaut habe. Das macht eigentlich keinen Sinn, bei Gold zu klauen. Oh mein Gott, da ist einfach ein Roter drin, der alles rauswirft. Ich kümmere mich um den. Ich versuche hier gerade auch noch irgendwas anzustellen, aber so, ja, ich gehe jetzt bei Gelbe einfach rein und klaue den hier Sachen, Alter. Ja, und Gelbe hat bei uns Punkte reingeworfen. Wir wollen also scheinbar, dass der Rote hat ein Goldenes. Das Goldene bei Rot klauen kannst du machen. Ja, ich laufe gerade mit einem normalen Ei erstmal rum und bring das zu uns. Oh Gott, jetzt hat Rot so viele Punkte. Okay, wenn hier das lieber normales Ei nimmt, dann klaue ich das Goldene. Wo ist es denn? Ja, ach, da prügeln sich alle schon drum. Ich komme jetzt auch wieder. Aber es ist ja noch ganz okay hier gerade. Ich habe fast das Goldene. Gelb will sich's holen. Okay. Schweinerei, ohne mich. Ich kämpfe um das goldene Ei. Ich kämpfe drum. So, ich hole uns auch nochmal 2 Punkte. Komm her, du goldenes Ei. Wird es runtergeachtet? Ja, ich weiß es nicht. Also das goldene Ei kommt auf alle Fälle nirgends anders rein gerade. Ja, also 2 Sekunden noch. Team Rot 1 Punkt, also. Ja, jawoll. Super. Also ich war die ganze Zeit am goldenen Ei dran und habe verhindert, dass es irgendjemand anderen nochmal in die Hände fällt. Ja, dieses Spiel mit 3 Teams ist einfach, 2 Teams treten auf ein Team ein und sorgen dafür, dass es rausfällt. Was ist das denn hier für ein wilder Skin mit dem Federschmuck? Ja, ich sehe den. Das ist auch irgendwie ein halbes Hotdog. Gleichzeitig. Ein Federschmuck-Hotdog. Obwohl, ich habe 2 mit Federschmuck gesehen, jetzt weiß ich gar nicht, welchen du meinst. Ja, hoffentlich den gleichen. Okay. Intuitiv. Oh nein, wir sind tot. Kedos, wir sind tot, wir fliegen raus. Die Nashörner, die sind böse. Nein. Die machen mir Albträume. Ja, du warst jede Nacht schweißgebadet auf. Oder du siehst so im Halbdunkeln immer, wenn du dich so schlafen legst, siehst du so den Schatten von so einem riesigen Nashorn, was unangenehm nah vor deinem Bett steht. Wir können nicht rausfliegen, es ist ein Nashorn. Ja, das ist free. Wir stellen uns einfach in die Mitte. Ich habe auch diesen Hardcore-Modus gespielt, also wo die schwierigen Varianten da sein sollten. Das war auch nur ein Nashorn, das habe ich auch nicht gecheckt. Das wären doch dann mindestens 3 eigentlich. Echt, wo ich gespielt habe, waren 3. Ja, komm hier in die Mitte, Kedos. Wir chillen hier. Hallo. Ich bin ein Kung-Fu
Wir sehen ja, wenn es in unsere Richtung chargt, dann weichen wir aus. Oder wenn es zu sehr in die Mitte geht. Ja. Oh. Nee, guck. Oh. Ja, hast du Angst, ne? Du bist halt einfach Giga-Chat. Einfach so angucken und es weicht dir aus, okay? Ich bin stehen geblieben hier. Ist das die Giga-Chat-Episode eigentlich? Ja, ziemlich viele Giga-Chat-Witze. Ja, klar. Leute, absolute Giga-Chat. Schau mich an, wie männlich ich aussehe. Wow. Absolut. Ich finde, wir passen doch eigentlich ganz gut zusammen, so Katze und Krokodil. Das könnte auch so eine Nickelodeon-Serie sein. Oh. Ja. Das ist auf jeden Fall ein gutes Team. Das ist eine spannende Runde hier. Komm, gib's mir. Es will nicht. Ja, okay. Es hat keine Lust. Ich bin einfach dabei. Nashorn, komm. Jetzt noch einmal hier. Auf die letzten 4 Sekunden. Ach, komm. Komm noch einmal. Einmal in uns rein, Nashorn. Hast du uns nie anvisiert? Oh. Nee. Also da seht ihr jetzt, wenn ihr Probleme mit diesem Minigame habt, einfach in der Mitte stehen bleiben und es wird insane. Gar kein Problem mehr. Bei einem Nashorn ist halt einfach schon easy. Gott sei Dank. Leicht. Ja, das stimmt. Guck, da ist einer mit einem Federschmuck. So einem Rogan. Oh ja. Ja, ich meinte so einen kreisrunden Federschmuck. Ja, der ist gerade rausgefallen. Okay. Den haben wir besiegt. So, Finale, zerstört, ne? Zerstört haben wir den. Finale, ja. Temple Ranch. Eieieiei. Kennst du's? Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich mag es eigentlich, aber ich, alle anderen, die ich kenne, sagen, sie hassen es. Aber ich mag. Ja. Ich mag. Die Krone ist immer in der Mitte, das hast du mir damals gesagt. Ja, genau. Sieht man ja auch hier so. Ja, also am Ende quasi. Am Ende in der Mitte. Ja, und die muss man grabben mit der Schultertaste, ne? Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Erstmal da hinkommen, ne? Ja, klar. Ich biege links ab. Das wird halt eindeutig. Ich gehe auch links. Das ist ganz klar rechts. Einfach erstmal gucken, ob das richtig ist. Ja. Falsch hier. Okay, das ist gut vorne. Warte mal, hier ist noch ein Krokodil, was exakt so. Oh mein Gott, hier ist ein Kilos-Fake. Ja. Das bin ich. Okay, geradeaus. Oh Gott. Nein. Geradeaus, ja. Einmal im Kreis. Okay. Irgendwer hängt uns hier ab. Ja, ich werde auch ganz schön durch die Gegend gehauen. Also, ich bin gerade nicht in der Nähe. Ich bin vorne. Ja, ich bin als drittes hinter dir. Ich bin bei der Krone. Okay, sehr gut. Ich pack sie, ich hab sie! Also, oh Gottlike! Ich hab's leider nicht mal sehen können, weil ich noch eine Station weiter hinten war. Ja, easy war das. War so ein Katzenroboter, hat die Trommel verfehlt und dann war ich da alleine. Ah, da fiel ich weg. Fantastisch. Nee, den absoluten Stress geschafft. Ja, okay, dann hab ich schon mal zwei der Challenges fertig hier für das Outfit. Ich habe gerade fünf Challenges sind durchgerannt. Ich habe 210 Kronensplitter bekommen. Das ist ganz angenehm, würde ich sagen. Das kann man mit arbeiten. Ja, kann man mit arbeiten. Oh. Ach stimmt, es gibt ja neue Weeklies. Ich kriege wieder richtig viel Erfahrung. 1800. Oh, Mecha-Godzilla-Beine. Ich habe auch 1800. Ja, schau mal. Ich glaube, für einen Win. Den ersten Win der Woche. Ja. Das war der Win der Woche, Leute. Oh, eine Krone. Oh, noch eine Krone. 2 Kronen. Oh, 3 Kronen. Oh, 4 Kronen. Achso, du hast eine Marathon-Challenge sogar geschafft. Nice. Ja, ich habe 4 Kronen gerade bekommen. Sorry, da musst du mich kurz ein bisschen drüber freuen. Ja, verständlich. Wenn ihr noch mehr Wins der Woche sehen wollt, schaut bei Kenos vorbei. Oder bei Mr. Trashpack. Ich glaube, da gibt es keinen Win der Woche mehr. Aber schön, dass du weißt, wo es herkommt. Ja, klar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei noch einer weiteren Runde Fall Guys gemeinsam mit Kedos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimmermann.